Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 175. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass in jeder einzelnen Geschichte, in jeder Opferbestimmung Jesus im Zentrum steht und dass wir so viel über ihn lernen können. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns über ihn sprichst. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir sind in 4. Mose 19 bei der Opfergesetzbestimmung über die rote Kuh, die außerhalb des Lagers geschlachtet werden sollte, geschächtet werden sollte. Vers 4. Danach soll Eleazar der Priester mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen. Und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftzüte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen. Ihre Haut und ihr Fleisch dazu, ihr Blut samt ihrem Mist soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und seinen Leib im, im Wasser baden, oder nach ins Lager gehen, und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinem Leib, seinen Leib mit Wasser baden. Und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird. Für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entzündung. Bei, bei dieser besonderen Vorschrift sollte eine Kuh geschlachtet werden, und die Asche sollte dann für ein besonderes Reinigungswasser benutzt werden. Wir haben gesehen letztes Mal, gestern, dass diese rote Kuh ein Symbol für unseren Erlöser Jesus Christus ist. Und hier sehen wir jetzt, dass der Tod von Jesus, der hier symbolisch dargestellt wird, zur Entzündigung dient, verbunden mit diesem Wasser. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was sich hier hinter verbirgt. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt sieben Tage lang unrein. Wir haben ja schon in früheren Kapiteln auch in äh, dritte Mose über solche kultische Unreinheit gelesen und gehört. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten und am siebten Tag entsündigen, so wird er rein. Wenn er sich aber nicht am dritten und am siebten Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Von dieser kultischen Unreinheit konnte man sich durch dieses Reinigungswasser kultisch reinigen. Dieses Reinigungswasser hatte die Asche dieser verbrannten Kuh. Das Ganze war ein Symbol, um deutlich zu machen, dass wenn wir moralisch, geistlich unrein geworden sind, dass wir entzündigt werden können, indem wir die Konsequenzen und Folgen des Todes von Jesus am Kreuz von Golgatha für uns persönlich anwenden. Es reichte nicht aus, dass die Kuh außerhalb des Lagers geschlachtet worden war und äh, verbrannt worden war. Nein, das Wasser musste das, äh, die Asche im, im Wasser musste auf einen persönlichen Fall äh, angewandt werden. Nur wenn dieses Reinigungswasser, das die Asche dieser Toten Kuh enthielt, auch mich persönlich besprengte, dann war ich rein. Zu glauben nur, dass die Kugel schlachtet worden war, reichte nicht aus. Dieser Glaube musste persönlich auf das eigene Leben angewandt werden. So müssen wir auch den Tod Jesu persönlich auf uns, auf unser Leben anwenden, für uns persönlich in Anspruch nehmen und nicht nur glauben, dass es die Wahrheit ist. Das würde nicht allein reichen. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die wohnung des herrn verunreinigt ein solcher soll aus israel ausgerottet werden weil das reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein seine unreinheit ist noch an ihm die verunreinigung des heiligtums geschieht dadurch dass, die, dass der tod von jesus nicht persönlich auf den glaubenden angewandt wird und jetzt verstehen wir vielleicht besser, wie im Mittelalter durch das kleine Horn das Heiligtum verunreinigt worden ist. Nämlich indem der Opfertod Jesu nicht persönlich von den Gläubigen in Anspruch genommen worden ist, sondern indem sich menschliche Priester dort zwischengeschaltet haben. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Wer in das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll sieben Tage lang unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, der ist sieben Tage lang unrein. Sollen Sie nun für den Unreinen von der Asche des für Entzündigungen Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen, in ein Gefäß. Es muss lebendiges Wasser sein, ein Symbol für das Wasser des Lebens, so wie es Jesus auch im Neuen Testament anbietet. Und ein reiner Mann soll Usop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind, so auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder ein Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen am dritten Tag und am siebten Tag und ihn so am siebten Tag entsündigen und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, so wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden, denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden, darum ist er unrein. Mit diesem Abschnitt verstehen wir eine berühmte Passage in Hesekiel 36 besser. Ihr könnt den Vers selbst finden, wo Gott sagt, dass er Wasser, auch reines Wasser auf uns sprengen möchte, damit wir rein werden. Und wir von allen unseren Sünden gereinigt werden und er seinen Geist in uns legen möchte und bewirken möchte, dass wir in seinen Geboten wandeln und tun, weil er sein Gesetz in uns schreiben möchte. Und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen. Und wer das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden. Und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Und die ganze Gemeinde. Der Kinder Israels kam in die Wüste Sinn im ersten Monat und das Volk blieb in Kardisch und Mirjam starb dort und wurde begraben. Wir sind jetzt nach wenigen Kapiteln, die die 38,5 Jahre Wüstenwanderung jetzt seit kardisch ihr behandeln, im 40. Jahr der Wanderung angekommen. Es geht jetzt vor allem um die zweite Generation. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Es geht auch nach Jahren und Jahrzehnten immer so weiter, wie es schon am Anfang gewesen ist, leider. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir danken dir, dass jeder Einzelne von uns, ich und jeder, der jetzt zuschaut und zuhört, persönlich für sich in Anspruch nehmen darf, dass dieser Tod von Jesus uns von unseren eigenen Sünden entsündigt. Und Herr, das wollen wir tun, weil Er jetzt für uns im himmlischen Heiligtum eintritt. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass das Blut für uns redet. Im Namen Jesu danken wir. Amen.